Hallo und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Wir sind natürlich wieder in unserem kleinen Zoo und wir haben uns von Mitarbeitern getrennt, weil das geht nicht mehr. Wir haben ein paar Leute entlassen. Ja, es geht nicht anders. Ich hoffe, die werden jetzt auch entlassen. Ich habe keine Ahnung. Es sind 3 Stück, wo ich mir verspreche, ein bisschen Geld zu sparen. Weil wir machen immer mehr Minus, 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 Minus. Und das geht halt nicht. Ich weiß aber nicht, wann wir die entlassen. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung. Ja. Pause, bitte. Okay, wir müssen ja trotzdem welche einstellen. Also das hilft ja nichts. Aber guck mal. Okay, Zoopflege habe ich immer noch 2, aber die kosten nicht so viel. Ich brauche einen Tierpfleger. Wir brauchen einen Techniker. Und Tierarzt. Das brauchen wir definitiv. Geht nicht anders. Es wird halt einfach immer mehr. Ich verstehe nicht, dass die Lohnkosten nicht sinken. Warum seid ihr eigentlich noch da? Ihr sollt euch verpissen jetzt. Alter. Ich raff das nicht, ohne Witz. Ich finde das Spiel sowieso ein bisschen komisch. Jetzt habe ich ja schon wieder, jetzt habe ich die, die richtig teuer sind, habe ich ja entlassen. Aber meine Lohnkosten, die sind weiterhin gestiegen. Oder muss ich die jetzt so übergangsweise trotzdem noch bezahlen? Ich verstehe das nicht so ganz. Ich sage hier, der Tierpfleger ist unterwegs, seit 50 Jahren oder was? Aber irgendwie macht der nichts. Jetzt habe ich nur noch 125 Dollar Lohnkosten. Hä? Und meine Einnahmen, hä, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Die haben Fressen, das ist schön, aber die da unten, oh, guck mal, oh, die haben Babywolf, die haben 2 Babywolfs? Nee, 1. Lol. Wann ist das denn passiert? Wenn? Ja, dann würde ich sagen. Wo ist die denn kaputt, Alter? Ruf einen Techniker, Junge. Also doch, Techniker rufen. Auch bevor die mal irgendwas machen, ne? Bevor jetzt jemand. Da müsste ja. Jetzt kommt er. Macht er jetzt da Essen rein? Da macht er jetzt Essen rein. Was hier? Ah, da macht er auch Essen drauf. Guck mal. Irgendwann geht doch alles. Das habe ich schon mal geschafft. Mir fehlen noch quasi ein. Ja, eine Spezies. Das Problem ist, das wird nichts. Naja, gut. Er ist wie dies, war. Hm, machst du nix. Naja. Da machst du halt nix, ne? Gucken, was hier so passiert. Das ist eine Ziege. Hm. Was machte diese Ziege? Warum ist hier ein Dinosaurier? Das ist irgendwie falsch. Da, das ist doch eigentlich ein Zoospiel. Oh mein Gott. Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erst Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Boah, okay. Das war heftig, ja. Ein Dinosaurierangriff in einem Zoo. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Und daraufhin musste ich mich erstmal komplett versetzen lassen. Und jetzt sind wir in Jurassic Park World Dings Bums gedöns und kümmern uns jetzt um andere Tiere, um Dinosaurier. Wir wissen, die gibt's noch, wir haben uns im Zoo angegriffen und deswegen müssen wir sie schützen und so weiter und so fort. So. Das war absolut beschissen gemacht, aber ich dachte, das ist ganz witzig, das so zu machen, weil ich habe, während ich das so gespielt habe, Planet Zoo, irgendwie voll Bock bekommen, nochmal Jurassic World zu spielen. Die Kampagne, und werden jetzt ein bisschen auch an die Hand genommen. Kann ich hier nichts drücken? Warum sie ein Hemd? Ja, mach ich doch. Lass mich, ich kann aber nicht drücken. Hä? Ich kann irgendwie nichts machen. Oh nee, Alter. Oh nee. Ich muss es mit dem Controller machen? Warte. Erstmal den Controller rausziehen. Damit ich... Warte mal, das Kabel müssen wir irgendwo hinmachen. Okay, das Kabel ist runtergefallen. Ah. So. Wir spielen jetzt Jurassic World. Meine Gründe sind... Es ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu... Naja, zu schwer will ich nicht sagen, aber es ist im Grunde schon so... Ich verstehe so... Ich glaube, da muss man... Ein paar Sachen eher, also weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen mehr mit. Warum geht das nicht? Ich kann. Oh, Alter. Scheiße, ich kann nichts verbinden. Das geht immer noch nicht. Och, Mann. Moment. Dann machen wir das ganz einfach. Oder nochmal ran. So. Jetzt geht doch, jetzt geht der Controller. Jetzt kann ich jetzt hier theoretisch bitte Steuerung Maustastatur. Alles gern. Danke. Nicht Controller. Jetzt muss ich, glaube ich, die Anzeige erstmal wieder ändern. Also mal wieder hier alles anzeigen. Ich will das nicht hier so damit spielen, also bitte. Das ist voll doof, warum geht das nicht? Na gut, wir spielen das jetzt mit dem Controller. Das ist zwar... Wie steuere ich denn? Alter, ohne Witz... Hä? Okay, warte. Nein. So zoome ich. Okay, wie kann ich jetzt hier was auswählen? Ah. Wege. Bam. Ist ja behindert. Okay. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Natürlich, mach ich. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Okay. Mach ich. Wir fangen auch komplett von vorne an. Ich habe das Spiel schon ein, zweimal gespielt und ein bisschen auch gemacht und so. Wir werden als erstes den hier mal ausbrüten, noch ohne Modifikation und ohne alles. Und wie gesagt, mir ist Planet Zoo ein bisschen zu simulationslastig. Es ist eine Simulation, klar. Ich bin aber auch davon ausgegangen, dass es ein bisschen mehr Jurassic World Evolution mäßig ist. Deswegen hat es mir... Ist ein cooles Spiel. Ich glaube, es hat auch mega Potenzial, aber es ist... Mir wird zu wenig erklärt in diesem Spiel. Ich kenne dafür so eine Simulation auch zu wenig, weil ich nicht weiß, was soll ich machen, damit der irgendwie Gewinn generiert, wahrscheinlich mit weniger Tierarten anfangen, aber dann dauert mir das auch ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Hier kenne ich mich aus. Ja, das kriege ich hin. Mit bereits ausgestorbenen Tieren habe ich kein Problem. Die kann ich versorgen. Ja. Ne? Gut. Freilassen. Achso, scheiße, hätten wir uns natürlich angucken können. Man kommt irgendwie da noch, man kann da noch gucken. Nee, jetzt kann man nicht mehr gucken. Ja, ärgerlich. Kostbarste Moment. Das Ergebnis von The First Dinosaur. Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und das noch einer. Vorhersehbaren Kombinationen. Und hier muss man auch auf das ein oder andere achten. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Das ist krass. Nee? Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden.
Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Mach ich. Ich brauche aber auch Essen für die Viecher, ne? Wollte ich schon mal gesagt haben. Ihr Ruf. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Okay. Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Natürlich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Okay. Ich bin Claire Deering. Ich war schon mal hier auf den Inseln. Auf Isla Nublar habe ich einige Fehler gemacht und versucht, Ihnen etwas Positives abzugewinnen. Ich glaube an uns. Können wir auch endlich sowas hier machen? Sie muss nur ordentlich gemacht werden. Müssen ja Essen haben. Aha. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Ich würde gern. Statistiken anzeigen. Ist okay, sozial ist reichen zwei völlig aus. Okay. Oh, Übertragung. Das krieg ich da hin. Interessante Gelegenheit für Sie. Durch Sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Ja, lese ich mich nicht durch, ich weiß ja, was das heißt. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. So, Triceratops, da an den haben wir dann auch auf mindestens 50%, dann können wir den nämlich auch ausweiten, natürlich nicht auswählen. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Fragend, voller Antrieb. Oh, guck mal, die Essen. Sie könnten nicht widerstehen. Die Essen. Alter, das nervt ja voll mit Controller. Können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen? Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Nö. Enttäuschen Sie mich nicht. Gut, Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Geil, ne? Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Habe ich auch ein Forschungszentrum? Ja. Dann können wir nämlich mal gucken, wegen Forschen. Da gibt es immer Sachen zu forschen, ist immer wichtig. Genetische Sachen erstmal nicht. Was wir brauchen, sind diese Dinger. Das ist wichtig. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein ewiger Kreislauf von Leben, Entwicklung und Rohstoff. Ganz einfach, oder? Naja. Easy. Ich habe die etwaigen DLCs, ja, die man sich so holen kann. Wie komme ich denn? Achso, hier. Wir haben hier die verschiedenen Inseln, also das ist die erste, klar. Dann haben wir hier Isla Muerta, das ist Muerta Osta, Dr. Wu. Da müssen wir halt krasse Sachen machen. Schalten wir mit 4 Sternen auf dieser Insel frei. Und die werden wir dann das letzte machen. Es gibt noch ein DLC, wo du mit dieser Blablabla was machst. Das ist aber extra. Deswegen werde ich den auch, wenn, vielleicht am Ende, wenn ich überhaupt so weit komme, das sei mal noch dahingestellt. Ja, das weiß ich natürlich noch nicht. Sind die schon fertig? Jo, dann können die was anderes machen. Wir müssen immer weitermachen. Alles schön nacheinander. Fangen wir mit dem an. Können wir auch machen. So. Dann macht er das hier ganz in Ruhe. Das ist doch schön. Ja, und wir sind jetzt in einem neuen Spiel. Wir sind nicht mehr bei Planet Zoo, sondern bei Jurassic World Evolution. Und kümmern uns ein bisschen um die Dinosaurier. Ich mache das meistens so am Anfang. Kümmere ich mich natürlich darum, dass man eine gute Bewertung, eine relativ gute Bewertung hat. Und dass der Park natürlich auch an und für sich funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist, ehrlich gesagt. Sie sollen Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Ja, warte mal. Geht nicht, okay. Es gibt doch so eine Sicht, ich weiß aber auch nicht mehr, wo die ist. Also auf jeden Fall, wir haben ein gewisses Gelände, da können wir was bauen. Ich werde später dann anfangen, das versuchen, auf 5 Sterne zu bekommen. Das ist nämlich gar nicht so einfach.
Wenn man dann genug Kohle hat, dann kann man auch alles nochmal abbauen, alles nochmal neu machen. Dann ist es absolut kein Problem. Aber wie gesagt, am Anfang, wenn wir das erstmal so hinkriegen, müssen natürlich auch. Bei 48%, es hat noch nicht gereicht, das ist ärgerlich. Aber wie gesagt, wir sind in einem neuen Spiel und das werden wir jetzt spielen. Dann zwischendurch immer mal drin. Nicht täglich, auch ein bisschen, wie ich Bock habe. Ich gucke mal, ob ich das auch ein bisschen schneide. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um Dinosaurier. Ist auch ein cooleres Setting. Also Zoo ist geil und ist cool und macht und so. Aber Dinosaurier sind schon was anderes. Ne? Deswegen, ich bedanke mich. Die Folge war jetzt nicht unbedingt mega lang, aber das ist egal. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Haut rein.